Studentenweltmeister über 5000 Meter vom LC Regensdorf. Er versucht hier seine persönliche Bestleistung von 3:42,65 zu verbessern. Ben Blankenship ist mit dabei. Tom Elmer, der uns so viel Freude gemacht hat in dieser Saison, nach doch einiger Durststrecke, 2-3 Jahre, musste er jetzt kämpfen, um wieder auf ein gutes Niveau zu kommen. Tom Elmer vom LC Zürich, 3:41,42 ist er gelaufen am Citius Meeting in Bern und das entspricht seiner persönlichen Bestleistung. El Hassane Mujahid, er ist der Pacemaker, der dieses Feld so gut wie möglich über die ersten 1000 Meter bringen soll. Und die Durchgangszeiten, die wurden kommuniziert. 57 Sekunden über die ersten 400 Meter. 1:54,223. Und ich bin gespannt, ob das der junge El Hassane Mujahid machen kann, weil er lief vor kurzem 1:46,6 in Luxemburg über die 800 Meter und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er zu schnell angeht und die Befürchtung, die stimmt, die ersten 300 Meter in 39 Sekunden, das ist definitiv viel zu schnell. Res an zweitletzter Stelle, Notti an letzter Stelle, wo haben wir Tom Elmer im Feld? Er an viertletzter Stelle, also die Jungs, die haben es einigermaßen gut gemacht, die sind jetzt aber auch in 56 Sekunden über die ersten 400 Meter gekommen. Das ist definitiv viel zu schnell. Völlig übermotiviert der junge Marokkaner, der da ins Rennen gestochen ist. Er führt vor Michael Kibet. Und jetzt ist die Gefahr, dass er zu viel rausnimmt. Ben Blankenship dann auf Platz 3. Und dann ist es Samuel Preckle, der Sechste der US-3s, der hinter Blankenship läuft. 1:40 Durchgangszeit bei 700 Meter. Jetzt ist es wieder ein bisschen vernünftiger. 800 Meter Durchgangszeit war angesagt 1:54. Und jetzt stimmt es einigermaßen und das Feld ist wieder beisammen. Und nun ist es an Michael Kibet, der da Nachführarbeit leisten sollte. Das Loch zum Marokkaner, zum 19-Jährigen, ist jetzt doch ziemlich groß. 1000 Meter Durchgangszeit, der nächste Messpunkt für die Schweizer. Am Ende des Feldes ist es hart mitzulaufen. Jonas Rees kämpft. Von ihm wissen wir, dass er eine gute letzte Runde laufen kann. Und es sind 2:26 für die Spitze. Also da ist das Tempo ziemlich zusammengefallen. Hinten passt es. Tom Elmer, der noch einigermaßen Kontakt hat, kann das hoffentlich das Loch schließen. Vorne ist es Blankenship, der kämpft. Preckle auf dem dritten Platz. Ben Blankenship vorne. Er ist mit dabei in Doha, er hat sich qualifiziert in den US Trials. Er führt das Rennen an, ein Mann mit einem guten Renninstinkt. Auch wenn es über die Runden geht. Und das wird spannend. Rees jetzt der beste Schweizer. Vorne ist es aber Preckle, der das Rennen gewinnen wird. Samuel Preckle, der Sechste der US-3s, der sich da durchsetzt. 3:37,61, die inoffizielle Siegerzeit für den US-Amerikaner. Und genau dieser US-Amerikaner, der hofft noch, er hofft, dass entweder Greg Engels, Matthew Gentrowitz oder Ben Blankenship in Brüssel das 1500 Meter Rennen für sich entscheiden kann,
wenn das einer dieser drei Amerikaner schafft, dann fährt er ebenfalls noch mit an die WM in Doha.